Ich heiße Amilio, ich bin trans und nicht binär und benutze als Pronomen die geschlechtsneutralen Pronomen they, deren. Also they und deren statt er und seine. Auf Amilio passen keine klassischen Geschlechtervorstellungen. Das neue Selbstbestimmungsgesetz macht es möglich, dass sich das jetzt auch in den amtlichen Dokumenten spiegelt. Amilio lässt Name und Geschlecht behördlich umtragen. Es ist für mich ein riesiger Meilenstein, weil ich jetzt endlich die Möglichkeit habe, in meinem Pass meinen Namen anzupassen und endlich auch alle Dokumente, die damit einhergehen, auf den richtigen Namen umschreiben zu lassen und dadurch auch im Alltag endlich als die Person komplett leben kann, die ich bin. Und darum geht es. Ab heute gilt nicht mehr das Transsexuellengesetz aus den 80ern, sondern das neue Selbstbestimmungsgesetz. Damit wird es einfacher, das Geschlecht zu ändern und damit einhergehend auch den Vornamen. Zudem entfällt viel Bürokratie. Jetzt ist keine gerichtliche Entscheidung mehr notwendig, ebenso wie die beiden vorhergeforderten Gutachten oder ein ärztliches Attest. Für die Umsetzung des Gesetzes sind jetzt die Standesämter zuständig, wie hier in Darmstadt das Team von David Zulauf. Im Grunde genommen, wie bei jedem neuen Gesetz, ist es ein großer Aufwand für alle Behörden, die in dieser Form dann beteiligt sind, sich neu einzulesen, neu einzufinden. Aus dem Grund ist es natürlich dann immer ein gewisser Aufwand. Das Darmstädter Team bearbeitet aktuell 88 Fälle. In Hessen gab es hunderte Voranmeldungen für die Änderung des Geschlechts. Day, also Amilio, engagiert sich auf jeden Fall weiter für die eigene Community und freut sich auf den baldigen Termin im Standesamt. Wir jubeln Ihnen keine Meinung unter.